Hallo liebe Wastelander, willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Ja, wir sind nochmal hier in der Nähe vom Museum der Hexerei. Um genau zu sein, wir stehen direkt davor. Und hier oben gibt es ja auch noch ein paar Sachen zum Angucken. Unter anderem weiß ich, dass es da oben auch eine Quest gibt, bei der man eine legendäre Waffe bekommt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Darum gehen wir doch mal da hoch. Jetzt natürlich wieder im richtigen Spielstand. Salam alaikum. Gucken wir uns doch hier drin mal um. Bin mir fast sicher, dass es hier wieder Ghule gibt. Okay, da geht's nicht rein. Alle tot. Was mag hier wohl passiert sein? Fallout! Nix da, kein Safe, gar nix. Kein Safe, wirklich nix. Das ist doch traurig. Was für eine Welt leben wir eigentlich, wo in einem Safe nichts mehr drin ist? Wieso liegt hier drunter eine 8er Kugel? Ups. Muss nicht so energisch reinstürmen, hier ist nichts strong. Guck mal, steht da wieder irgendwas drauf? Umf. Ich habe ein Easter Egg entdeckt, da steht Umf. Umf. Sehr schön. Der erste, der das entdeckt hat. Kein Video machen. Nanu? Passwort eingeben. Melden Sie sich bitte bei einem Techniker der Freiwilligen Miliz von Salem, zurzeit B. Rook, um Ihre Daten zu aktualisieren zu lassen. Turmsteuerung. Aktivieren. Fehlgeschlagen. Okay. Ach ja, stimmt ja. Das hatte, glaube ich, irgendwas mit dieser Quest zu tun. Das sind ja hier überall diese Türme. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Schöner Markt ja eigentlich. Kann ich hier eine Siedlung draus bauen? Würde ich fast für einen schönen Ersatz finden für Sanctuary jetzt hier. Viele Kleidung. Und wieder diese creepy Puppen. Weg mit euch. So. Ins Gesicht. Wo war denn jetzt der Kasper? Muss ich dahinter, wo ich noch nicht aufgedeckt habe. Haus der Familie Rook. Da ist Strom. Ist er da? Jemand zu Hause? Die Reber. Warum liegt hier die Reber? Ist der tot? Hallo? Was ist denn jetzt kaputt? Der müsste eigentlich da sein. Normalerweise sollte der da oben stehen und runterschießen. Mensch, hungrig?
Strong haben Fleisch, können teilen. Ja, super. Ich will aber die Waffe, auch wenn ich sie nicht brauche. Was mache ich denn jetzt? Der ist nicht da. Hast du Rook gesehen? Entschuldigung. Ich hab das aber. Nee, das war in meinem alten Spielstand, wo ich das gemacht habe. Genau, weil man dann. Weiß ich noch, man müsste, glaube ich, von. Kriegt man das Passwort und dann müsste man die ganzen Sachen hier aktivieren. Liegt denn seine Leiche irgendwo? Hallo, Herr Rook. Ich habe den Schlüssel nicht. Ja, was du nicht sagst. Okay, das hat nichts gebracht. Das ist jetzt richtig. Ich möchte mal sagen, blöd. Schaut ihr euch noch an, dein Depp. Es ist gleich vorbei, Strong. Ja, das war dann wohl ein Satz mit X. Der ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Nicht da, wo er sein sollte. Zumindest die Quest verbuggt. Dahin, hinüber, nicht machbar. Und ich stehe jetzt da. Sandy Coves Sanatorium. Naja, komm, da gucken wir doch da mal rein. Vielleicht ist er langsam blemblem geworden. Er hat sich selbst eingewiesen. Strong fühlen seltsam. Hallo. Als ob Feinde beobachten. Willkommen im Sandy Coves Sanatorium. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich melde mich an. Meine Familie hat den Papierkram schon erledigt. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Nur um das mal zu erwähnen. Willkommen. Sie erhalten Gladys altes Zimmer. Nehmen Sie die Hintertreppe. Erste Tür links. Einen schönen Tag noch. Willkommen im Sandy Cove Sanatorium. Wie kann ich Ihnen helfen? Läuft der Betrieb hier noch? Aber natürlich. Sandy Coves Sanatorium wird dank des Engagements und der Aufmerksamkeit unseres Roboterpersonals rund um die Uhr betrieben. Gibt es sonst noch was? Ich besuche meine Oma. Wie schön für Sie. Vergessen Sie bitte nicht, sich anzumelden. Einen schönen Tag noch. Okay. Was gibt's denn da in dem Terminal? Gucken wir doch mal. Nix Tolles. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier für einen schönen Schlüssel gekriegt haben. Was ist das hier für ein Ort? Ein wenig Ruhe und Frieden.
Okay, die können auf. Die wollen selber aufräumen. Oh, Verteidigung Jamaica Plains vergessen. Gemütliches Kissen. Was ist das? Randall Safe Schlüssel. Hätte es hierfür eigentlich irgendeine Quest gegeben oder so? Strong haben keine Angst vor Schatten. Sachen in Schatten gehen weg. Wo ist denn Randall Safe? Ach, neue Besucher. Willkommen im Sandy Coves Sanatorium. Greife Feinde weg. Bedauerlicher Vorfall. Sind? Sensor meldet feindliche Präsenz. Gladys Zimmerschlüssel. Wisst ihr was, wie das für mich gerade aussieht hier? Wie ein Easter Egg an Police Academy. Wo dieses die Bürger gehen auf Patrouille. Ding da ist und dann besuchen sie doch die alte Frau da im Altenheim, die sich angemeldet hat. Machen sie doch auf und die hat doch auch so ein volles Militärzimmer. Die dürften aber mir jetzt eigentlich nichts tun. Immer sie sind. Ich weiß, dass sie da draußen sind. Sie müssen terminiert werden. Was, ich? Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Was ist denn hier los? Ja genau, die Synths tun mir ja aktuell nichts. Edward Safe Schlüssel. Ja, wo sind denn die ganzen Safes? Überfälliges Buch. Safe? Tote nicht brauchen Sachen. Wir nehmen. Die töten hier alles. Blöde Synths. Ich glaube fast, dass ich mich wirklich gegen das Institut entscheiden werde. Ah! Das geht nur mit. Brauche ich noch keinen Schlüssel? Okay, den Schlüssel haben wir. Wer komme ich nicht? Den haben wir noch nicht. Da brauchen wir auch nicht. Den haben wir. Die haben alles umgebracht hier. Machen wir mal das Ding auf. So. Geschafft. Erinnerungen an verlorene Safe-Schlüssel. Wenn ein Bewohner seinen Safe-Schlüssel verliert, empfiehlt sich die Suche an seinem üblichen Versteck, Catherine. Bei ihren Katzenfressnäpfchen, Edward, hinter seiner Schreibmaschine. Ethel unter ihrem Malpinsel und ihren Ding. Oh Gott. Sicherheitsalarme. Gladys ist jetzt dreimal weggelaufen. Ich glaube, das macht sie, um uns daran zu erinnern, dass sie noch gefährlich ist. Ich schwöre, die hat irgendwo in ihrem Zimmer Sprengstoff versteckt. Diese Mr. Handys machen mich wahnsinnig. Nie schaffen sie es, die Bushaltestellen-Attrappe draußen und auf Entflohene hin zu überprüfen. Irgendwann wird die Polizei rausfinden, warum unsere Bewohner auf Straßen rumlaufen. Sicherheitstürsteuerung. Öffnen. Ja, dann macht das Ding immer auf. Ha! Ein Heftchen. Perfekt. Dauerhaft mehr Schaden. Schön. Was haben wir da wieder? Ich habe schon oft gesagt, ich muss diese Waffe unbedingt mal benutzen. Mach's aber nie.
Ich will diese anderen Safe-Schlüssel haben. Okay, also nochmal in die Zimmer. Was ist das denn? Sea Captain's Head. Ich glaube, den seinen Schlüssel hatte ich, oder? Ah, nee. Perfekt. Mortimer's Safe-Schlüssel. Mensch, sonst Gegner uns hören. Welche Gegner denn? Die mögen uns doch gerade, die Sünds. Könnte sein, dass ich den vielleicht hatte. Vielleicht. Den, glaube ich, hatte ich auf jeden Fall, ne? Strong nicht mögen, sein zu holen. Nehmen wir alles mit. Ja, geht ja gar nicht. Zimmer hier oben, oder? Bei den Kotzennäpfchen, genau. Verdammt nochmal, ja. Duct Tape. Wahrscheinlich finde ich den einzigen Schlüssel nicht. Und da ist das Item. Okay, Sünds, jetzt habt ihr verschissen. Ihr habt die Katze umgebracht, ihr Penner. Sorry, aber das geht gar nicht. Die haben die Katze getötet. Das ist ein Aufzug. Ich muss erst die Sins töten. Ah, lass mich hoch. Wo sind sie denn jetzt? Katzenkiller, ihr Verdammten. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Margaret fehlt noch und ich hab den Schlüssel nicht. Kampf initiiert. Könnt mich mal, verdammte Sünds. So. Das sind Institut sind Katzenmörder. Das allein das gebietet schon, sich gegen sie zu stellen, ja. Wir
Wie finde ich jetzt die anderen blöden Schlüssel? Zwei Safes waren es noch, oder? Den hatten wir, glaube ich. Ah, hier ist noch einer. Na also. Warum töten die Synths Katzen? Kann man das mal einer sagen? Hat doch keinem was getan. Arme Mieze. Ich spiele jetzt Gott. Scheiße, wie schreibt man das jetzt wieder? Resurrect, so? Auf hinter. Ja! Seien sehr ruhig hier. Und jetzt erkenne mich als deinen Gott an. So. Dreckige Synth-Penner. Ich glaube, hier drin war ich noch nicht. Alter Ort, Staub und Dreck. Nee, hier drin war ich noch nicht. Ah, so, das müsste jetzt alle sein. So, wir haben was Gutes getan. Ich hoffe, ihr werdet mich jetzt nicht dafür hassen, dass ich jetzt einen Cheat benutzt habe, aber die Katze musste leben. Sie musste leben, ja. Denn sie sieht genauso aus wie meine Katze. Wo ist denn jetzt wieder der Haupteingang? Halt, muss ich da durch? Ah, okay, letztendlich hat es sich überhaupt nicht gelohnt, diese ganzen Schlüssel zu suchen. Aber, ich sag's nochmal, wir haben was Gutes getan und haben diese Katzenkiller hier getötet und ich habe mich als Gott geoutet. Jo. Den Regen habe auch ich gemacht, weil ich Gott bin. Nun gut, das war's mit dieser Folge. Ich hatte eigentlich was anderes geplant dafür, aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!